Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute gibt es die Champions League Orakel Zenit St. Petersburg gegen Dortmund, Leipzig gegen ManU. Ja, das sind die Partien am Dienstag und da würde ich sagen, kommt jetzt mal das Intro erst und dann geht's los. Ja, und da würde ich mal sagen, wir starten auch gleich hier rein. Heute habe ich die Handschuhe angezogen. Ich habe mich dafür entschieden. Ja, aber ich denke mal, das sieht sogar noch hier wertvoller aus. Wenn die Hände wieder besser sind, dann gibt es wieder ohne. Ja, dann würde ich mal sagen, wir starten in die erste Halbzeit. Wie immer, 4 Stickertütchen pro Halbzeit, also 2 Stickertütchen pro Halbzeit und 4 insgesamt. Dann würde ich sagen, wir starten ins erste in die erste Halbzeit rein. So, jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich hier den großen Sticker nicht zerreiße. Ohoho. Ah, hätten jetzt die Bayern gespielt, verdammt. Weil wir haben hier Robert Lewandowski als großen Sticker hier. Richtig geil. Und direkt noch Manuel Neuer hinterher. Ja moin. Das wäre mal richtig geil gewesen. Aber die spielen ja leider erst morgen. So, wir haben hier Sergio Busquets von Barcelona. Dann haben wir hier Romelu Lukaku. Oder Romelu Lukaku. So, Romelu. So, dann haben wir hier Piszczek zum 0:1 für die Dortmunder. Ups, ein bisschen mal da runter. So. Und das ist das erste Tor von diesem Orakel. Tja, dann geht es hier weiter mit Lazio. Was? Caicedo? Caicedo? Dann haben wir hier von... Ah, ist ein griechischen Verein. Olibas. Ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem griechischen Verein hier. Dann haben wir hier von Porto Marzano. Dann haben wir von Marseille Uto Nakatomo. Und dann haben wir hier von, ach, diesem komischen Verein hier, Paulinho. Ja, somit steht es 0:1 hier immer noch für Dortmund. So, ich bin mal gespannt, was jetzt noch passieren wird in der ersten Halbzeit. So. Vielleicht macht auch Leipzig hier was. Ah, schon wieder Bayern-Spieler. Joshua Zirkzee. Geil. Der Sticker sieht ja mal richtig nice aus. Rising Star. So, dann hätten wir hier das für ein Verein. Also der Verein sagt mir jetzt erstmal nichts. Weiß er nicht, kennt ihr den Verein hier? Einen Augenblick hier. So, dann haben wir hier von Barcelona De Jong. Dann haben wir von State Runners Camavinga. Dann haben wir hier von, boah, keine Ahnung, Leiduni. Dann haben wir hier von Ajax Labuyat. Dann haben wir hier von Chelsea Arrizabalaga. Boah. Dann haben wir hier von Club Brügge. Krementic. Dann haben wir von Marseille Sanson. Und der letzte Sticker ist hier von Real Madrid, Vinicius Junior. Das war's mit der ersten Halbzeit.
Ja, das war ja mal eine Ausbeute hier. 0:1 für Dortmund hier und 0:0 noch Leipzig gegen Menu. So, jetzt zeige ich euch mal meine Tipps. Ich sage 1:3 für Dortmund. Und dann sage ich Leipzig gegen Menu 2:2. Ja. Entweder ein 2:2 oder ein Sieg für Menu. Gut, Leipzig hat aber auch gut gegen die Bayern gespielt am Samstag. Manchester United hat aber auch gewonnen am Samstag. Ja, man wird es sehen. So, ich mache jetzt meine Tipps wieder weg und wir starten direkt in die zweite Halbzeit und los geht's. So, kommt schon. Muss da noch irgendwas passieren hier? So. Wir haben von Lok Moskau, die spielen da auch morgen gegen die Bayern, Miranchuk. Dann haben wir hier von Donetsk haben wir hier Pyatov. Dann haben wir hier von Juve Bernadeschi. Dann haben wir diesen komischen Verein hier, wo letzte Woche gegen Dings gespielt hat. Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Ja. Und da haben wir das 2:0 durch Zakadou Jawolski. Bam! Das 2:0 hier für die Dortmunder. Und da haben wir das 1:0 für Menu. Durch Fernandes. So, der kommt hier unten hin. Reicht das? Ein bisschen höher. Zack. Und Tor. Go, 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 go. So, und dann haben wir hier von Manchester City Mandy. Als nächstes haben wir hier von Club Brugge Vanaken. Der nächste ist hier von. Das müsste Ding sein. Red Bull Salzburg. Wer ist denn das? Mebu. Mwebu. Dann haben wir hier von State Rennes Niang. Und dann kommen wir jetzt zum Schluss. Das letzte Stickertütchen. So. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie die Spiele ausgehen, die zwei hier. Morgen kommt natürlich auch mit Bayern. So, wir haben hier von State Rennes Eduardo Camavinga als Rising Star. Dann hätten wir hier von, ach, Olympique Piräus ist es. So, jetzt ist mir es eingefallen. Olympique Piräus. Wo mir vorhin nicht eingefallen ist. Dann haben wir schon wieder ein Bayern-Spieler, Tolisso. Ah, morgen ziehe ich dann wahrscheinlich keine Bayern. Ja, mal werden es sehen. Dann haben wir Inter Mailand, Martinez. Ja, was mit Leipzig los hier? Oh, dann haben wir hier Fernando. Dann haben wir von Lazio Alberto. Haben wir hier wieder Piräus Cafu. Dann haben wir Dynamo Moskau Depena. Und dann haben wir hier die Gladbacher, die spielen aber auch erst morgen mit Jan Sommer hier. Und der letzte Sticker ist hier Evander. Und das war's dann mit diesem Orakel. Ja, also dieses Orakel besagt, dass Leipzig verliert 0:1 gegen Menu und Dortmund gewinnt hier 2:0 gegen Zenit.
Das finde ich schon eher gut. Leipzig gegen Menu. Ah. Wir werden es sehen. Also ich würde hoffen, dass Leipzig gewinnt und Dortmund natürlich auch. Ja, also wenn euch dieses Orakel gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls du noch kein Abonnent bist und dir mein Kanal gefällt, lass ein Abo da und aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel oder sonstiges. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.